In diesem Video schauen wir uns an, wie sich mit dem Elementor Page Builder unter WordPress die Surfschule nachbauen lässt. Wir beginnen damit, oben die erste Zeile einzufügen und hier reicht eine einspaltige Zeile. Und jetzt ist wichtig, unten bei Hintergrundüberlagerung, auch hier wieder Typ klassisch, eine Farbe zu definieren, schwarz, die Deckkraft auf 0,5 zu stellen, so tritt der weiße Text besser hervor. Das sehen wir dann gleich noch. Jetzt erstmal den inneren Abschnitt einfügen. So haben wir innen drin zwei Spalten. Hier habe ich versucht, das Ganze auf volle Breite zu stellen. Später ist mir aufgefallen, dass ich das für das darüber liegende Element machen muss, denn ich möchte, dass der Text auf die linke Seite rutscht, ganz nach links, und das Logo ganz auf die rechte Seite. Also erstmal weiter, den zweiten inneren Abschnitt ebenfalls hinzufügen. Dann das Bild oben rechts, hier das Logo auswählen. Oben links die Überschrift. Unter Stil müssen wir dann noch die Farbe definieren. Und als nächstes die typografischen Einstellungen, also die Textgröße zum Beispiel. Hier ist mir aufgefallen, dass es ganz schön nervt, auf Dauer immer wieder auf das Typografie-Icon zu klicken bei Elementor. Meiner Meinung nach werden diese Einstellungen so häufig verwendet, dass es sich anbieten würde, hier schnelleren Zugriff darauf zu erhalten. Für das darüberliegende Element auf volle Breite unter Layout. Und schon rutscht die Schrift nach links und das Logo nach rechts, so wie es im Original auch ist. Jetzt ein Icon in die linke Spalte, in die linke untere Spalte. Die Anzeige aufgestapelt und schon haben wir einen Kreis drumherum. In Elementor findet sich eine eingebaute Icon-Bibliothek. Da kann ich dann nach Begriffen suchen, wie Water zum Beispiel. Rechts ausrichten und als Primärfarbe etwas Blauartiges auswählen. Ein bisschen vergrößern. Den Text in den Zwischenspeicher und dann als Überschrift reinziehen. Einfügen und Formatvorlage anpassen, nur dass nicht zu viel Müll in der Textbox landet. Wir sehen hier links, da ist sogar ein Div und ein BR drin gelandet. Das kann man rausnehmen. Jetzt ist alles weg. Und ja, die Textgröße ein bisschen anpassen. Ungefähr so. Farbe auf Weiß setzen und jetzt die Position des darüberliegenden Elementes auf Mitte setzen, Position des Inhalts, dann rutscht das alles schön mittig zusammen. Wenn wir diesem Element dann noch oben und unten ein Margin verpassen, 120, dann sehen wir auch mehr vom Hintergrundbild und das kommt dem Original dann auch etwas näher. Ja, das sieht schon ganz gut aus. Wenn wir die Seitenleiste wegmachen, dann sehen wir, dass das Hintergrundbild noch nicht ganz richtig eingebunden ist. Hier müssen wir die im Bereich Stil die Größe auf Cover stellen. Und dann passt sich das Bild automatisch an. Ja, das sieht schon mal ganz gut aus. Als nächstes machen wir dann Lesen, Scrollen, Klicken, Icons, Überschriften und Paragraphen. Und
Ja, da fügen wir erstmal eine Zeile mit drei Spalten ein. So können wir das ideal anordnen. Wenn wir gerade dabei sind, können wir auch mehr als ein Icon einfügen. Was mir hier aufgefallen ist, es wäre natürlich nett, eine Funktion zu haben, womit ich direkt mehrfach das gleiche Element einfügen kann. Das heißt, ich klicke einmal auf Icon einfügen und dann klick, klick, klick auf die drei Elemente und da würden dann auf einmal drei Sterne stehen, anstatt immer wieder zurück in die Oberfläche gehen zu müssen, es umzuschalten und es wieder neu einzufügen. Das nervt nicht nur an Elementor, sondern an Page-Bildern allgemein. Hier sollte man sich vielleicht nochmal Gedanken über das User-Interface machen. Den Text hatte ich noch im Zwischenspeicher. Ja, es ist nicht immer einfach, das genau zu treffen. Mittig ausrichten. Und den Text von der Größe her etwas vergrößern. Ich mache es über den Regler immer ungefähr und merke mir dann die Zahl, damit ich es überall dann auch gleich habe. So noch schnell die verschiedenen Icons definiert. Hier war es das Wort Maus. Wunderbar. Der Text ist jetzt noch ein bisschen eng. Und hier muss ich schon wieder etwas feststellen, nämlich, dass die Funktionalität zum Beeinflussen des Textlayouts, je nachdem, was für ein Element man einfügt, immer etwas anders aussieht. Das heißt, man sucht immer wieder von vorne bei Elementor in der Oberfläche und das ist meiner Meinung nach auch nicht unbedingt notwendig. Das sollte idealerweise immer gleich aussehen. So, jetzt noch ein bisschen für Abstand gesorgt. Hier übrigens in diesem Feld lässt sich die Typografie beeinflussen und nur hier kann man tatsächlich die Farbe des Links entsprechend einstellen. Auch gut zu wissen. Schon wieder so ein relativ verstecktes Feld. Aha, da ist es also. Okay. Na, dann stellen wir mal alles auf 1,5 Zeilen Abstand. Kommen wir zur nächsten Zeile. Wir haben hier ein Zitat vor einem Hintergrund. Der Text des Zitates ist hinten etwas dunkler eingefärbt. Dazu brauchen wir erstmal eine ganz normale Zeile mit einer Spalte. Und unter Stil, klassisch, fügen wir ein Hintergrundbild ein. Direkt noch den Text, also in Form einer Überschrift, hinterher. Größe anpassen. Farbe auf Weiß. Ja, vielleicht erstmal die Hintergrundgrafik wieder auf Cover stellen, sodass sie richtig aufgezogen wird. Und dann die Höhe an den Bildschirm anpassen. Ja, so sieht das schon viel besser aus. Das muss noch ein bisschen größer und vor allem noch mit einem Hintergrund. Bisschen mehr Zeilenhöhe. Das ist auf jeden Fall nicht die richtige Einstellung. Allerdings lässt sich bei erweitert Hintergrund wiederum eine Farbe definieren. Und die können wir ein bisschen transparenter machen. Vielleicht noch ein bisschen weniger gesättigt. Wunderbar. Perfekt. Das war's. Als nächstes bauen wir die Sektion für unser Klickteam nach. Da haben wir auch wieder ein dreispaltiges Layout. Also
neue Sektion einfügen, drei Spalten. Ich verwende hier einfach zwei Überschriften. Hier nervt auch ganz klar, dass sich mehrere Elemente nicht selektieren lassen, um zum Beispiel alle gleichzeitig auf Text zentriert zu stellen. So, der ganze Content ist eingepflegt. Hier möchte ich die Schrift auf Normal umstellen, sodass sie nicht gefettet ist. So, ich gebe dem darüberliegenden Element jetzt noch Padding. So habe ich dann genügend Weißraum. Und jetzt versuche ich die Überschrift tatsächlich hier noch reinzuziehen. Das geht aber nicht. Das heißt, wenn ich eine dreispaltige Sektion erstelle, dann kann ich tatsächlich darüber oder darunter keine Überschrift einfügen. Ich muss sie hier unten auf Widget hier herziehen fallen lassen und quasi eine ganz neue Sektion erstellen. Gut, das geht auch, aber ich empfand das schon als Einschränkung. Ja, die Werte sind immer verknüpft, das muss man immer erst deaktivieren, wenn man nur einen von diesen Werten haben möchte. Jetzt vielleicht noch unten ein bisschen was Platz einfügen zwischen der Überschrift und den Bildern, so wie im Original. Als nächstes kommt dann das Galerie-Element mit den Bildern. Die müssen halt so entsprechend aufrufbar sein und ja, sollte natürlich auch technisch möglich sein, hier beliebig viele Bilder zu benutzen. Wir brauchen einfach nur eine einzige Spalte. Und hier wollte ich mal was anderes ausprobieren. Wir definieren als Hintergrund mal einen radialen Gradienten. Ja, der sollte außen dunkel und innen heller sein. Und jetzt mal rein mit der Bildergalerie. So, wenn wir jetzt auf das Galerie-Element klicken, dann können wir hier oben auf Bilder hinzufügen gehen und einfach die Bilder, die wir in der Galerie haben wollen, hinzufügen.
Neue Galerie erstellen. Und dann dauert es ein bisschen. Da sind die Bilder. Man kann hier mit den Größen herumspielen und hier habe ich tatsächlich ein falsches Format eingefügt. Das muss ich also wieder loswerden, das Bild. Da oben auf die, auf den Bleistift und dann kann ich entsprechend das Bild bei Galerie bearbeiten, wieder aus der Selektion entfernen. Und noch vielleicht ein neuntes hinzunehmen. Cool ist, dass mir hier auch nur die Bilder angezeigt werden, die noch nicht in der Galerie enthalten sind. Ja, von der Größe her lässt sich nicht mehr viel machen, aber Spalten brauche ich ja nur 3. War das sehr groß? Ja, wunderbar. Jetzt brauche ich nur noch ein bisschen Platz von oben und unten. Und das war's auch schon. Schon sind wir unten bei der Kontaktzeile angekommen. Hier brauchen wir eine Sektion mit einer Spalte und einem inneren Abschnitt. So können wir das am besten abbilden. Vorher wählen wir noch ein schönes Hintergrundbild aus. Also erstmal auf der linken Seite eine große Überschrift. Weiße Farbe. Und hier sehen wir schon, dass wir einen Layer über das Bild machen müssen, damit die weiße Farbe auch erkennbar ist, also die weiße Farbe des Fonts. Also einen Hintergrund einfügen, schwarz, Deckkraft 0,5 und dann klappt das. Wir geben dem Element darüber direkt ein bisschen was Padding, damit wir was Platz haben. Jetzt müssen wir nur noch die Schrift einfügen. Auf der rechten Seite verwenden wir dann mal ein neues Element, die Iconliste. Hier lässt sich für jedes Element auf der linken Seite ein Icon definieren. Wenn ich den Zwischenraum und der Stiel etwas nach oben schraube, dann bekomme ich den gewünschten Abstand zwischen den Zeilen. Hier sieht man, dass ich für den Text und für das Icon und für die Liste die Layout-Vorgaben separat einstellen kann. Die Icons noch auf Weiß stellen. Die Hintergrundgrafik als Cover, wie immer. Und das sieht schon mal ganz gut aus. Bleibt also nur noch die unterste Zeile, Copyright und so weiter. Hierzu brauchen wir eine Sektion mit 2 Spalten. In die erste Spalte kommt der Copyright-Text. Und in die zweite Spalte
die links. Und hier habe ich dann via Copy und Paste Impressum und Datenschutz eingefügt. Man sieht es hier unten, diff, 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 p. Das hier, und das ist immer so eine Gefahr beim Arbeiten mit beliebigen What You See is What You Get Programmen, sei es jetzt Word oder auch so ein Page Builder. Was mir jetzt hier passiert ist, ich kann das nicht rechts ausrichten. Ich klicke zwar auf rechts ausrichten, aber es wandert nicht nach rechts. Deswegen probiere ich hier gerade rum, was los ist. Und das fällt mir gar nicht auf, dass das hier passiert ist. Also, wenn ich irgendeinen Fehler nicht hinbekomme, dann mache ich erstmal weiter. Ein bisschen Platz einfügen von oben. Wunderbar. Und jetzt nochmal dem Problem widmen. Nee, geht nicht. Einfach nochmal alles neu eintippen. Link hinzufügen und fertig. So, das war's tatsächlich. Jetzt müssen wir nur noch speichern und dann können wir einmal auf Vorschau klicken, um uns das Resultat der Arbeit zeigen zu lassen. Funktioniert's? Ja, ich denke, wir haben eine gute Kopie des Originals hinbekommen. Galerie funktioniert und sogar das ist rechts ausgerichtet. Wunderbar, hat geklappt. Ich hoffe, du hast ein gutes Gefühl dafür bekommen, wie es aussieht, wenn man mit Elementor eine eigene Seite zusammenbastelt.